Kommen zurück im Regen bei Alone in the Dark. So, ich hab's, diese komische Wurzel, was auch immer, was mich da verfolgt hat, habe ich besiegt. Bin in diesen Turm rein, da war wieder diese schwarze Flüssigkeit auf dem Boden und bin jetzt hier erstmal durchs Fenster durch, weil hier wurde dann gespeichert. Und jetzt geht's hier weiter. Ich habe nämlich eine neue Mission, die heißt nämlich, erhöhe deine Spektralsicht auf 30, um Symbole entdecken zu können. Na, kam nämlich eine Nachricht rein. Hier. Wegen den... Wegen diesen Wurzeln, glaube ich, die ich verbrennen muss. Weil ich habe keinen Marker. Nehmen wir mal stark an, dass ich hier runter muss. Batterien. Die war doch schon bei 68%. Warum war die wieder aus? Ist egal. Ach, ist es das schwarze Zeug oder was? Überall. Okay, dann sollte ich vielleicht doch nicht da lang. Aber da ist so ein Baumstumpf und da unten brennt. Soll ich den mitnehmen? Gar nicht rein. Na gut. Ich wollte es nochmal versucht haben. Hätte ja sein können, dass es klappt. Okay. Was nun? Ich stehe jetzt so ein bisschen auf dem Trockenen, was ich machen soll. The Central Park ist groß und ich weiß nicht ganz genau, wohin mit mir. Vor allem, woran erkenne ich denn diese Spektralsicht? Das ist, wenn ich die Augen schließe, glaube ich. Wie es schon mal der Fall war. Irgendwie sowas. Mich wurmt halt auch, dass es keine große Ansicht dieser Map gibt. Geh mal den Pfad hier hoch. Oder führt er mich wieder zurück zur Burg? Ich bin mir nicht sicher. Vorne steht da ein Auto. Ist es das, was ich eben hatte? I'm not sure about it. Könnte aber gut möglich sein. Nee, das hatte ich an der Treppe geparkt. Stimmt. Weil da ist eine Pfeilspitze dieser Karte. Die zeigt quasi nach Süden. Ja, die Schlüssel sind nicht da. Was habe ich auch erwartet? Wenn das Auto kurz schließen easy funktioniert, wenn man natürlich die Kabel irgendwie erkennt, aber das habe ich Gefühl funktioniert irgendwie mehr so ein bisschen random. Gut, hier ist der Weg aber leider zu Ende für mich. Hier liegt Zeug rum. Das kann ich aber halt alles nicht mitnehmen. So doof. Fahr ich wieder. Nach vorne. Nach vorne.
Ich meine, es ist nicht doof oder irgendwie blöde, dem Spieler mehrere Möglichkeiten in die Hand zu geben, in irgendwie in ein Auto einzusteigen. Vorne, hinten oder wo auch immer, aber in der Regel willst du ja selber fahren. Du bist ja nicht irgendwie Beifahrer. Falls der Pfeil in diese Richtung zeigt, ihr seht ihn auch. Wie komme ich da hin? Der Weg ist komplett abgeschnitten. Ich habe null Ahnung, wie ich meine Spektralsicht auf 30 bekomme. Vor allem, warum ist alles so kryptisch beschrieben? Muss doch nicht sein. Oho. Okay, hier komme ich wohl auch nicht weiter. War einfach mal random hier den Weg entlang, vielleicht hilft das. Das Auto hat schon gut Schaden genommen. Bäh. Bald fährt's nicht mehr und dann muss ich laufen. Goddammit. Das Auto bleibt da halt echt an jeder Ecke hängen. Wir sind in diesem Horrorspiel äußerst stolz auf unsere Fahrphysik. Sollte mal hier raus. Ich da irgendwie nachgucken. Hier endet der Weg leider. Wie komme ich denn darüber? Ja, so fängt die Folge schon mal gut an. Ich muss leider echt mir ein bisschen behelfen, indem ich schaue, was zu tun ist, weil Spektralsicht auf 30 bringen, Wurzeln zerstören, wo? Soll ich jetzt 5 Stunden lang den Wald abkämmen? Oder im Central Park herumlatschen for nothing? Das. Ah, okay. Ich werde mal suchen, ob ich irgendwie Informationen hier irgendwo finde und dann melde ich mich gleich zurück. So, da seht ihr so eine Wurzel des Bösen und ich habe herausgefunden, dass die hier sind in dem Bereich, wo das GPS so ein bisschen flackert, ne? Ihr seht es ja auch unter meinem Bild, meiner Fratzenkamera, dass da diese Wurzel jetzt da ist und dass das GPS-Signal halt so ein bisschen flimmert. Ich hatte das nämlich schon mal vorher gesehen und habe mich so gefragt, was das soll. Und ja, jetzt bin ich mal hier hingegangen, ich habe das Spiel nochmal geladen und dieses Ding dort und jetzt müssen wir das Ding zerstören. Denke ich mal. Nee. Oh. Jetzt habe ich Kraft erhalten. Spektral sich 3 von 100. Jetzt sind die noch hier, machen Ärger.
Folgen die mir noch? Nee. So, jetzt muss ich das mit der Wurzel hier nochmal machen, mit diesem Zeug, was zum Henker macht. Alter. Das Ding jetzt leer? Und jetzt bekomme ich diese Quest mit Spezialkraft auf 30 erhöhen. So, und hier habe ich letztes Mal angefangen. Beziehungsweise vorhin. Gut, jetzt weiß ich zumindest, was zu tun ist. Jetzt muss ich eigentlich nur noch nach diesem Zeug aushalten, Ausschau halten. Diesem Flimmern, würde ich es mal nennen. Ich würde mir trotzdem gerne erstmal ein Auto besorgen. Weil der Central Park ist so groß, bis ich mal dahin komme, wo ich hin will. Und es gibt nur 3 Punkte pro zerstörtem Ding, das heißt, ich muss 10 zerstören. Das kann dauern. Das heißt, ich muss den Central Park eigentlich komplett abforsten nach diesem Zeug und dann Dinge halt zerstören. Jetzt habe ich auch Licht. Toll, ne? Etwas. So, dann machen wir uns mal auf die Suche nach diesen Wurzeln des Bösen. Ich habe leider keine Ahnung, wo die anderen sind, aber... jetzt schon irgendwo finden. Ich hätte, glaube ich, noch eins auch irgendwo auf der Karte gesehen. Bin mir nicht mehr sicher, wo. Ich fahre jetzt einfach mal die Hauptwege entlang. Und dann werde ich wahrscheinlich irgendwo schon was finden. Ach genau, es gab noch eins irgendwo auf der anderen Seite dieser Brücke. Genau, irgendwo da vorne. Ja, seht ihr das? Natürlich seht ihr es nicht. Hier, da oben flackert's. Ah, hier schon wieder. Es ist einfach so lächerlich. Ziehen auch einen gerne mal aus dem Auto raus und prügeln einen tot. Schadensmodell ist einfach so lachhaft. Beim Springen die irgendwie, seht ihr das, von gefühlt 2000 Kilometern Entfernung aufs Auto. Was zum Henker ist das? Naja. Ich freue mich bei dem Spiel langsam gar nichts mehr. Also eins weiß ich schon mal definitiv, wo es ist. Aber das bringt ja nichts, wenn es nur 3 Punkte gibt dafür. Das heißt, ich muss noch mehr auswendig machen. So, jetzt muss ich mal schauen. Da vorne sind sogar 2. Ich kann sogar während das Auto fährt noch aussteigen, das ist cool. Das habe ich auch noch nicht so häufig gesehen in den Videospielen.
Gut, das eine ist direkt hier ein paar Meter weiter vorne. Da sieht man schon, sind noch ein paar Gegner. Ich werde die versuchen großzügig zu vermeiden, wenn es geht. Und mich mit denen anzulegen. Wär's mit Waffe ausrüsten? Mich haben die noch nicht genoticed, oder? Hallo. Natürlich. Ich weiß halt nicht, was ich gegen die. Ich weiß halt nicht, was ich gegen die machen soll. Lass ich sie mal. Prügeln hier irgendwie random auf irgendwas ein. Stand auch gerade ein Text, den habe ich nicht gesehen. Tipps. Spektralsicht, Tipp Nummer 1. Wenn sie von jetzt an die Augen schließen, sehen sie bei allen humanoiden Monstern die Risse, Schwachpunkte. Sieht man die nicht schon so? Was bringt's mir denn? Sterben noch nicht. Zumindest nicht auf konventionelle Art und Weise. Dann wozu habe ich überhaupt eine Waffe, wenn es die nicht umbringt? Gut, der nächste ist gar nicht so weit weg. Der ist da hinten. Ich habe halt nur nichts mehr, was ich tun kann, um das Ding zu vernichten. Ich brauche noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zum Explodieren oder so. Alkohol oder so ein Gedönse. Runter vielleicht. Jetzt weiß ich auch, warum manchmal die Taschenlampe ausgeht und ich das Gefühl habe, dass keine Batterien mehr drin sind. Weil auf A schaltet man die Taschenlampe ein aus. Jetzt ist aber wirklich leer. Batterien. So, rein damit. Flupp. Hier blendet sich einfach mal die Karte ein aus. Was? Ah, perfekt. Das ist meine einzige Chance. Es müsste eigentlich hier sein, aber wie kriege ich diese Tür hier kaputt? Muss ich sie aufsprengen? Jupp. Ist mal eine Alkoholflasche für mich? Nein. Das Ding ist hier in der Nähe. Ja,
Schwachstelle. Ist das irgendwas? Bleibt er tot? Nein, natürlich nicht. Hab ich irgendwas zum Werfen? Notfackel. Vielleicht die Fackel. Wenn die dann? Jetzt macht er keine Anstalt, nochmal aufzustehen. Okay. Das ist gut. Wo ist das Ding? Lass den Typen doch endlich mal in Ruhe. Natürlich legt er dann halt auch alles ab. Ich drehe langsam echt durch bei diesem Spiel. Ich bin gleich tot. Ich liebe dieses Spiel. So much fun. Ist das das Wurzelding? Kann es aber nicht zerstören ohne weiteres. Ja. Oh boy! Nochmal. Cool. Bis gleich. Wunderbare Nacht für das Ende der Welt. Hör mal, ich habe Theos Notizen gelesen. Anscheinend muss die Person, die das Ende des Pfads des Lichtes erreicht, eine wichtige Entscheidung über das Schicksal der Menschheit treffen. Es ist nicht klar. Aber durch diese Entscheidung wird wohl der Lichtbringer auf die Erde gerufen. Und wie wir kürzlich besprachen, wäre das vielleicht keine so tolle Idee. Wird uns das retten oder vernichten? Darüber steht nichts drin. Das ist verrückt, Edward. Mal wieder. So, ich habe diesen Part jetzt hier geskippt mit dem Sicht auf 30, weil, alter Schwede, ich laufe nicht 3 Stunden durch den Central Park, um irgendwelche Wurzeln in die Luft zu sprengen. Sorry dafür, ist meine Zeit ein bisschen zu schade. Plus, es macht halt auch einfach keinen Spaß. Null. Die Kämpfe gegen die Gegner sind einfach so lame. Das kriegst du nicht in den Kopf wie das jetzt hier. Guck mal. Fang an und er prügelt mich halt kaputt, ne? Kann halt nichts machen. Ich hab halt nichts. Ja. Ja, was nun? Könnt ihr mit dem Sledgehammer kaputt hauen? Man bockt den halt gar nicht. Das Feedback von den Gegnern, wenn die halt auch getroffen werden, das ist halt so lächerlich. So, jetzt brauche ich den Feuerlöcher. Das Feuer, das mir gute Dienste geleistet hat, muss ich jetzt leider ersticken, damit ich hier hochkomme. Noch mehr. Sieht nicht so aus. Nee, also das mit dieser Sicht 30, sorry. Nachricht lesen.
Die Wurzel des Bösen, die Prophezeiung. Das. Suchen Sie den geheimen Raum oben in der alten Burg. Das scheint der Geheimraum zu sein. Brauche ich die Linse wahrscheinlich, ne? Oder? Ich glaube, die Linse muss hier drauf. Ja. Was soll ich jetzt sehen? Der Mond. Fucking amazing! Okay. Das hätten wir. Jetzt haben wir auch ein Ziel. Geheimgang erreichen. Jetzt muss ich ja erstmal wieder runter. Ja, den haben wir noch nehmen. Na, guck mal, eine Axt liegt auch noch hier. Perfekt. Schlag's kaputt. Denn hier runter? So. Muss dahin, wo es leuchtet. So wie das Feuer, das Feuer, das Licht gesehen haben. In der Entfernung. So eine weitere Wurzel irgendwo. Ist das noch Thema? Really? Munition. Oh. Ja, dann. Geht's halt nicht, ne? Ich hab meine Sicht halt auf 6. Auch okay. Voll fein. Rein mit. Okay. Steigen wir mal ein. Durchschließen habe ich mittlerweile drauf. Braucht die Kabel nicht mehr zu sehen. Der ist schon so leicht angedeutet. Easy. So. Blöd, dass das GPS halt so rumspackt. Nachrichten lesen während dem Autofahren. Hey, 5 Stück. Die Symbole. Tage. Nein. Ich lese das jetzt nicht noch alles vor, es ist einfach so massiv unrelevant. Spüre die Macht, mein junger Padawan.
Aber wie erreiche ich denn den Geheimgang? Der Weg hier ist doch versperrt. Komme ich denn darüber? Muss ich etwa... etwa außenrum, frage ich mich gerade. Außen um den Central Park? I'm not sure. Fahr mal zurück. Ist das eine Brücke? Hier. Es ist einfach alles so unglaublich schlimm und so unglaublich nervig. Na, natürlich geht das nicht rein. Ich habe ja nichts mehr, um mich zu verteidigen. Ich habe gar nichts. Und jetzt? Tür ist zu. Aufkriegen werde ich die nicht. Guck mal, die haben das Auto schon weggetragen für mich. Die zerstören das jetzt einfach, weil sie Bock haben. Kann ich hier nicht einfach so lang? Vielen Dank. So. Ich hoffe mal, dass mich dieser elendlich lange Gang des Grauens dahin führen wird, wo ich hin will. Nämlich zu dem roten leuchtenden Punkt auf dieser Map. Der hat irgendwie gefühlt auch kein Ende, oder? Guck mal, da sind noch Gegner. Ich habe ja gar nichts mehr, um mich zu verteidigen. Also null. Ausweichen gibt es nicht in diesem Spiel. Ich kann springen. Das kann ich. Wenn ich sterbe, skippe ich auch diesen Part. Gehe schon direkt zum Finale. Dieses Spiel ist so komplett useless. Hammergeil. Ich will lieber meinen Kopf in eine Müllpresse stecken, als dieses Spiel nochmal zu spielen. Da ist wieder so eine komische Wurzel. Das ganze Kampfsystem basiert eigentlich nur noch auf der Pistole. Keine Ahnung, wo es andere Waffen gibt. Ich habe keine gefunden. Auf Dinge, die du auf Gegner werfen kannst. Meistens Alkohol. Das explodiert dann, muss am besten irgendwie 30 Meter aus dem Radius raus sein. Ansonsten kriegst du Schaden und verblutest. Verbandsmaterial ist selten. Ja. Grafik ist für 2008er Verhältnisse in Ordnung. Animationen sind schrecklich. Und ja. Ach ja, und die deutsche Audiosynchronisation ist grauenvoll. Hey, guck mal, wir haben es fast geschafft über diesen langen, langen Gang. Warum machen die dieses Spiel denn so, weiß ich nicht, halb open-worldig, sodass du komplett den Central Park gefühlt in einem Maßstab 1 zu 1 durchlaufen kannst? Gefühlt, ich sag nicht, dass es so ist, aber... Damn. Hoffe, ich bin gleich dort und dann beenden wir das Spiel in der nächsten Folge und dann muss ich dieses Scheißhaufen nie wieder anfassen. Wird auch direkt instant von der Festplatte gelöscht. Habe ich überhaupt Batterien? Nö. Das heißt, ich sehe halt nichts. Muss ich auch nicht, ich habe ja eine Karte.
So. Nehmen wir jetzt einen fahrbaren Untersatz. Und dann bin ich weg hier. Die Autoschlüssel sind nicht da. Das wundert's mich. Keine dieser Autos hat irgendeinen Autoschlüssel. Hat alle kurz schließen. Gut, fahren wir. Oh nein. Komm schon. Das Auto kann nicht durch diesen Busch fahren. Er hat einfach die Hitbox des Grauens. Zum Glück stehen hier halt überall Fahrzeuge. Stell dir mal vor, du müsstest dieses große Areal zu Fuß laufen. Da macht doch jeder aus. Driften. Okay. Der brennt. Was zum Henker? Eine Mauer oder was? Nö. Meine Vermutung liegt ganz nahe, die Entwickler wussten gar nicht, was sie mit diesem Franchise anfangen sollen. Wir haben halt nur etwa Kambi als Namen und das war's. Und der Rest ist halt so... ja. Ein unausgegorenes Kampfsystem. Ein einigermaßen netter, okayer Soundtrack. Und das war's. Wer hat dieses Spiel nicht zu bieten? Wow, was ist jetzt? Ich bin am Ziel, aber ich werde die ganze Zeit vermöbelt. Warum? Von was? Ich sehe nichts. Das ist eine Barriere. Okay, nun? Komme ich nicht an dieser Barriere vorbei, oder was? Warum nicht? Geheimgang erreicht. Weil ich keine Einsicht von 30 habe, oder was? Skip! Was bisher in der Lohnung ist. Ach ja, nun. Ich kann, hä? Warte mal. Kann ich... falsch. Kann ich, das... Word? Eine der ultimativen Antworten liegt unter dem Park verborgen. Ich bereite mich darauf vor, tief unter den Leib der Erde einzutauchen. Natürlich wusste ich nicht, dass eine wahnsinnige Ausgeburt der Hölle dies vorhergesehen hatte. Zum nächsten springen kann ich nicht. Lande ständig hier. Okay. Gut, wir sind bei 40 Minuten angelangt. Das war's. So wie es aussieht, muss ich doch eine Einsicht von 30 erhalten. Wie gesagt, ich habe gedacht, man kann es irgendwie skippen oder kommt da irgendwie leichter aus der Nummer raus. Aber anscheinend muss ich mich jetzt doch hier durchquälen. Nun. Aber hier erstmal an dieser Stelle trotzdem vielen Dank fürs Zusehen bei Alone in the Dark. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich eine Einsicht von 30 habe. Und dann werde ich mich wieder auf diesen Weg bis dahin begeben. Und dann können wir vielleicht durch diese Barriere endlich durch. Bis zum nächsten Mal.